So, bei mir steht unsere Nummer 28, Lars Kaufmann, Lars. 33-22, war gar nicht so schlecht, oder? Ja, also wir wollten auf jeden Fall Vollgas geben und haben natürlich ein paar Fehler gemacht, aber trotzdem ist das Ergebnis noch okay. Wie bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, das beurteilt man immer selber nicht so gern, aber ich denke, es war okay. Und was geht jetzt noch? Am nächsten Sonntag ist das nächste Spiel, dann sage ich mal. Wo geht's hin? Nach Leon. Und in der Tabelle? Ja, wir wollen immer stetig nach oben klettern. Wir haben noch ein bisschen weniger Spiele als die anderen Mannschaften. Von daher stehen wir noch nicht dort, wo wir eigentlich stehen wollen. Und wollen jetzt Spiel für Spiel aufholen und in den Rängen klettern. Da wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Bei mir steht Lasse, unsere Nummer 11 von der SG Flensburg. 33-22, wie war das Spiel für dich? Das war gut. Das war gut, wieder in Spur zu kommen in die Bundesliga. Das war wichtig für uns. Wir haben eine harte Woche gehabt oder ein paar harte Wochen gehabt. Aber jetzt sind wir wieder in Spur, so wir sind echt zufrieden. Du bist ordentlich verschwitzt, heißt also, hast dich ordentlich angestrengt. War ein hartes Spiel für dich? Ja, wir haben viel gelaufen, finde ich. Und das ist manchmal hart. So, deswegen. Ich habe ja Lars gerade eben schon gefragt, nach seiner eigenen persönlichen Leistung wollte er selber nicht beurteilen. Wie fandst du, hast du gespielt persönlich? Ja, aber das ist immer, man möchte ja immer gerne, dass andere was sagen über sich selbst. Aber ich meine, ich konnte das fast nicht besser machen heute. Von oben sah es sehr gut aus, Lasse. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 33-22-Sieg. Dankeschön.